Ja, Webcam müsste laufen. Farbe sieht ein bisschen komisch aus. Ja, mal schauen, irgendwie ein Licht oder so besorgen. Ansonsten, es wird gerade morgen. Wir spielen ja immer in der Nacht. Ja, jetzt in höherer Auflösung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Mikrorummeln drin ist. Wird sich zeigen, was da noch passiert. Ja, man sieht, ich habe schon ein bisschen getestet, ob denn alles läuft. Audioaufnahme, Videoaufnahme ist ja unter Linux immer so ein bisschen schwierig mit dem Audio. Aber es scheint zu funktionieren. Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen weiterspielen, so langsam. Ne? Jetzt mit dem neuen Monitor und der neuen Auflösung vom Spiel. Und so ein bisschen Problemen, die ich ursprünglich mit dem Einrichten hatte. Naja, da hinten sieht man auch so ein bisschen noch was. Ja, müssen wir mal gucken, wie das denn hier mit der Skybox weitergeht. Da gibt es ja Mods, die dann da auch ein bisschen was Schöneres machen als das, was so standardmäßig hier angezeigt wird. Vor allem ohne, dass es hinten abgeschnitten wird. Ja, ist aber alles Zukunftsmusik. Ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen hier auf. Muss immer mal wieder ein bisschen drauf gucken. Aufgrund der Problematik mit Nvidia. Vielen Dank, Nvidia. Gibt es nur noch einen Monitor und ja, da müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt mein ja, OBS irgendwie hier neben das Fenster gemacht von Maltes. Das sieht so ein bisschen merkwürdig aus, irgendwie so ein klein direkt daneben. Ich hatte ja sonst immer hier noch so einen zweiten Monitor da unten irgendwo, da unten stehen. Der ist jetzt nicht mehr da. Hab jetzt beides wieder auf einem Monitor, ist aber auch in Ordnung, passt ja soweit. Bei 4K kann man sich das dann ja schon mal erlauben. Ja, und deswegen wir ja eigentlich hier sind, ist ja dieses Spiel. Da müssen wir doch mal gucken. Ich mache ja dann immer doch etwas längere Pausen zwischen den Aufnahmesessions, Mehrzahl. Immer einmal kurz orientieren, was wir eigentlich so gemacht haben. Vor allem diese Aufnahmesession oder generell jetzt ist nur so diese und vielleicht irgendwie die nächste auch noch. Nehme ich so ein bisschen zum Testen, um zu gucken, wie gut es denn tatsächlich läuft. Version 5.1.1 ist jetzt gerade frisch veröffentlicht worden. Bugfix von 5.1. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist doch, unabhängig davon, dass es eigentlich nur ein Bugfix-Release war, so ein bisschen was am Rendering geändert worden. Also es kommt mir so alles so ein bisschen irgendwie vor, als wenn, ja gut, hier hinten die Lücke, das ist klar, als wenn so die Sachen irgendwie hinten nicht so gut geladen werden oder nicht so zuverlässig wie vorher geladen werden. Muss auch mal gucken, was sich da so ergibt. Apropos ergeben, hier ist die Kaktusfarm, die ergibt auch so langsam ein bisschen was. Guck mal, hier kann man gleich mal irgendwie da nachbauen. So. Ja, und hier die Farm, die war ja soweit voll. Da muss jetzt nur noch gewachsen werden. Hier gleich auch so ein bisschen hier. Ja. Alles schön, so muss das laufen. Ja, was machen wir heute? Keine Ahnung. Ich lasse mich so ein bisschen inspirieren und laufe erstmal so ein bisschen unmotiviert durch die Gegend. Mal hier, den muss er auch irgendwann mal. Ja, da ist es dran. Ja. Naja. 110 Coldust. Irgendwann gibt es sonst eine Beule. Ja, und das Ding hier, ja. Weiß ich nicht, finde ich nicht schön. Habe ich schon mal gesagt, dass ich nicht schön finde. Ja, was man hier alles. Lockt einem das. Achso, der ist gelockt. Dann und gut, okay. Ja, ansonsten Translations. Wenn die Mods das implementiert haben, dann ja, sonst wahrscheinlich nein. Guck mal, hier alles irgendwie auf Englisch. Hier ist ein bisschen was auf Deutsch dazwischen. Ein bisschen Translations wurden in den Bugfix auch irgendwie gefixt. Ist halt immer abhängig von der Mod, die man dann nutzt und ob das dann da irgendwo mit übersetzt wurde, vernünftig oder eben nicht übersetzt wurde. Hier, das ist zum Beispiel alles irgendwie. Na. Ich bin auch nicht bei den Mods jetzt auf dem neuesten Stand. Das ist so ein bisschen irgendwie, jetzt habe ich nicht geupdatet. Vielleicht sind ja inzwischen da die Übersetzungen. Meine Güte, was ist denn heute los? Vielleicht sind inzwischen da auch dann die Übersetzungen so ein bisschen, dass das dann funktioniert, aber auch hier so die Hacken und so. Warum ist das alles nicht übersetzt? Was soll das denn? Ja,
Ja, da müsste man auch mal gucken. Ansonsten, die Sachen hier müssen eigentlich ja Eis Slab, Goldblock Slab. Naja, fast, ne? Was zum... Nein, nein, nein. Wer kriegt denn da seinen Übersetzungsdings nicht richtig auf die Reihe? Was soll das denn? So muss das aussehen. Da weißt du Bescheid. Müssen wir auch irgendwann mal machen für die Beleuchtung. Ne? Kommt ja alles noch. Ja, aber hier das Ding, diese komische Platte, das sieht halt irgendwie komisch aus. Naja, gut. Ja, da hinsetzen. Der ist ja kaputt. Ne? Den gibt's nicht mehr. Ansonsten, ja, läuft alles. Sieht alles aus wie vorher noch. Guck mal, hier werden noch hier irgendwo eine Kiste für Erde gehabt. Erde, bin ich blind? Ja, bin ich, ne? Hier, guck mal, Lehm, Erde, Kies. Hallo? So rum, danke. Es müsste eigentlich übrigens anders sortiert sein, ne? Es müsste hier eher so sein. Oh, hier das hier hin, das hier. Na, das dahin, das dahin. Na, naja. So rum. Ja, so, ne, so würde ich sagen, passt schon. Gut, hier auch Zeug drin. Inventar ist angenehm leer. Wir können mal eben gucken, ob wir vielleicht noch eine Hacke machen. Da brauchen wir einmal, zweimal, dreimal. Da, da, dumm. 1, 2, 3. Können wir auch wieder welche von machen irgendwann mal. Und Mese Cobblestone. 1, 2, 3. Ist immer peinlich, wenn man seine eigenen Mod nicht kennt, ne? Einmal. Zweimal. Und ein drittes Mal. Und den Eimer machen wir natürlich wieder voll. Ja, kann man immer mal gebrauchen. Zack, zack. Und dann gehen wir einmal, upsa, dann gehen wir einmal rüber. Ja, ist sogar noch was drin. Was man natürlich mal machen könnte, irgendwann mal, was ja eigentlich ursprünglich der Plan war, dass wir hier diese ganze Verkabelung nochmal wieder machen. Weil wir haben ja hier ein bisschen was. Also von daher theoretisch möglich wäre es ja. Oh, ein haben wir, zwei haben wir. Hatten wir echt nur zwei? Okay. Oh, und hier unten haben wir ja auch zumindest schon mal angefangen, ne, mit dem Ding hier, dass man dann hier irgendwie diesen Umwandler reinbaut. Ja. Dass man dann hier weitergeht. Jetzt kann man natürlich mal gucken. Home. Wir haben ja jetzt ein bisschen größeren Keller. Ah, wo gehe ich denn hin? Hier gehe ich ja auf die Seite. Ja. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen mehr Platz, ob man vielleicht hier irgendwie. Wobei hier sind wir gar nicht so weit unten, ne? Aber da könnte man natürlich dann mal gucken. Oder hier unten. Dass man da irgendwo rauskommt, dass man eine Verbindung hat zu diesem ja, Technik-Stromraum da unten. Und dieses komische Ding hier. Naja, gut, das verfällt auch so langsam. Aber schön, das Boot ist immer noch da, das ist gut. So. So. Hallo Kuh? Oh, sag mal was, sag mal was. Dann nicht. Diese Lücke hier. Ich werde es nicht verstehen. Ja, dann hier ja, Wanderweg, Küstenwanderweg. Da müssen wir auch mal gucken. Hier können wir den ja eigentlich so lassen. Da muss noch die Brücke hin. Hier unten, ja, da muss man gucken. Nur, dass wir hier runterziehen vielleicht. Hier runterziehen wäre vielleicht ein bisschen heftig. Das wäre dann ja so eine Wand richtig. Aber dass man hier so ein bisschen guckt, dass es hier vielleicht. Oder dass wir hier ein bisschen runtergehen und dass dann hier unten längs läuft, dass es ein bisschen näher am Wasser ist. Und dann halt eben einmal komplett rum, ne? Mit Brücke hier hinten, Brücke da hinten. Da oben kann man auch mal gucken, ob man da irgendwas hinbaut.
Also ein bisschen was zu tun ist auf jeden Fall noch in dieser Welt hier und dann gucken wir, dass wir vielleicht mal irgendwann eine neue Welt starten. Ja, das. Ja, also die wichtigsten Sachen, die machen wir auf jeden Fall noch fertig, keine Sorge. Ja, wie zum Beispiel hier. Wo hier war? Eigentlich war hier ja soweit fertig. Ne? Man kann hier rüber gehen jetzt. Ja, man kann hier. Upsa. Man kann hier raufgehen. Na, hier oben im Turm ist halt so ein bisschen weniger Ausblick. Aber hier, lass mal hier einen kleinen Balkon noch dran machen. Hier ist natürlich auch irgendwie, kann man ja wie drüben so ein bisschen einrichten mit so einem kleinen Raum zum drin übernachten. Na, dass man hier ein Bett reinstellt und sowas. Na, das kann man dann ja alles nochmal machen. So, dann holen wir mal eben das gebrannte Miese. So. Guck hier, fertig. Und dann, Axt, ne? Brauchen wir nur noch Holzstöcke. Stöcke! So, zwei Stück. Und dann haben wir unsere schöne, gute Axt. Spitzhacke, Schwert, Schaufel. Ja, ne? Kartoffel. Gut, das war Bescheid. So, wird schon wieder dunkel, ne? Meine Güte, sind wir schon 20 Minuten rum? Nein. 11 Minuten sind rum. Wieso wird es denn schon wieder Nacht? Ich verstehe das nicht. Ich hoffe, ich habe die Mod inzwischen aktiviert. Können wir nämlich mal schauen. Sollte hier nicht eigentlich was wachsen? Oder habe ich hier keine letzte Länge nachgepflanzt? Doch, wäre auch ein Held, ne? Habe ich sie inzwischen? Ja, ich habe sie aktiviert, sehr gut. Ne, siehst du, weißt du Bescheid? Das macht das Abbauen von Zeug ein wenig einfacher. Guck mal, hier ist jetzt auch Licht. Gehen wir nämlich einfach hier rein. Hauen hier einen weg. Bleiben im Schleichmodus. Das ist so der einzige Nachteil. Man muss dann halt rumschleichen langsam. Und dann hauen wir hier den nächsten weg. Ja. Und dann muss man einfach kurz ein bisschen abwarten, bis es alles abgebaut ist. Kann er hier schon mal ein bisschen ausleuchten. Ich glaube, die Fackeln hatten wir hier extra mal weggemacht irgendwann, ne? Egal, wir machen sie jetzt wieder hin. Oha, oha. Hier könnte man natürlich auch irgendwie einmal komplett alles abholzen. Also der prüft die Verbindung, oder so mehr oder weniger der Verbindung. Wenn man dann einen abbaut, dann ist plötzlich alles weg. Machen wir hier mit der... Zack. Zack, zack. Und solange man dann Schleichen nicht nochmal drückt... Ach, da ist die Axt auch übrigens hinüber. Also, er nimmt tatsächlich die... Nochmal, hörst du auf, hier mich anzugreifen. Er nimmt tatsächlich auch das Werkzeug. Ne? Also, wenn man mit dem Werkzeug was abbaut, nimmt die Mod als, ja... Abbauquelle das jeweilige Werkzeug und verbraucht das dann natürlich auch. Also wie als man es wirklich selber abbauen würde, nur dass man es halt nicht selber abbauen muss. Ja. Was das Ganze natürlich wesentlich schneller und bequemer macht, irgendwie zum Abbauen von, wenn man wirklich mal Holz braucht. So. Zack, weg ist der Baum, den hauen wir auch weg. Na, man guckt halt zu und baut halt so schnell ab, wie er abbauen würde. Mit dem Unterschied eben, dass man es nicht selber abbauen muss. So. Und den ganzen Kram, den kriegt man dadurch natürlich auch direkt irgendwie eingesammelt. Also das funktioniert wirklich ganz gut. Ja. Oh. Oh, ja. Das ist das, was ich meine. Also er baut dann wirklich alles ab. Also alles, was irgendwie connected ist, ist dann weg.
Dafür haben wir dann gleich ordentlich Holz, ohne wirklich viel Arbeit machen zu müssen. Ach gut, hier ist keine Verbindung gewesen. Ah. So. Dup, 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 dup. Ist eine super praktische Mod und sie ist immer noch fair, weil, wie gesagt, eben das Werkzeug, was man zum Abholzen benutzt hat, dann auch wirklich verwendet wird, um dann ja, dieses Abholzen durchzuführen. Ich glaube, da oben, da lasse ich mal lieber. Hier den ganzen Kram, den können wir eigentlich auch nochmal wegholen. Hm. Hier. Wäre natürlich alles auch irgendwie manuell möglich, ne? Würde dann halt eben entsprechend dauern. Und so geht es natürlich ein kleines bisschen schneller, aber wie gesagt, immer noch fair genug. So. So. Zack. Oh, ich sollte mal was essen zwischendurch. Ja, Inventar ist dadurch natürlich dann eben entsprechend voll. Und der Kram, den man dann eben nicht kriegt, der bleibt dann halt einfach liegen. Ja. Haben wir noch Platz für Holz? Wir haben noch Platz für Holz. Dann machen wir hier nämlich einmal irgendwie alles ein bisschen weg. Das kommt weg. Ja, das ganze Laub, das bleibt dann halt liegen. Das ist dann so. Ah, sieht schon nice aus. Auf jeden Fall. Gibt's gar nichts zu sagen. Zumindest eine von den Sachen, die funktionieren. Na komm. So, dann haben wir hier ordentlich Freifläche geschaffen. Können wir eigentlich auch so lassen, oder? Ja, komm. Egal jetzt. So. Weil da jetzt nochmal alles wieder nachzupflanzen, dauert natürlich auch einen kleinen Augenblick. Aber wir machen das einfach mal. Das ist ja dann doch auch irgendwie egal. Dann haben wir zumindest mal so ein bisschen nachgepflanzt wieder hier so. Überall da, wo ein Loch ist, setzen wir einen rein. Mehr oder weniger. No, gucken wir. Hier oben können wir auch bestimmt auch irgendwo noch was reinsetzen. Da. Nee, da. So. Bin ich das oder hat die so einen Leuchteffekt drumrum? Hätte ich vielleicht vorher mal einpflanzen. Backclay, die kommt vom Backclay. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach so ein bisschen irgendwie. Also es sieht zumindest bei mir auf dem Bildschirm aus, als wenn die so einen kleinen Leuchteffekt drumherum hätte. Keine Ahnung, ob man das auf dem Video auch sehen kann. Naja gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Wenn nicht, dann ist das wahrscheinlich der Monitor, der einfach so ein bisschen komisch eingestellt ist. Generell passt das alles, aber so im Detail, ja, ist wahrscheinlich einfach eine Gewöhnungssache. Ich hatte ja vorher einen anderen Typen vom Monitor gehabt, da war das dann nochmal ein bisschen anders. Doch mal so ein bisschen random hier irgendwie Sachen hinpflanzen. So. Ja, und wie gesagt, bei dem Monitor, den ich jetzt habe, ist das Bild ein kleines bisschen anders als vorher. Ist aber auch okay. Ja, ich denke, wir wollen uns mal nicht übertreiben mit dem Wald, das passt so. Gut, dann gehen wir nach Hause. Oh, hier die Farm. Oh, guck mal hier, die Farm, die ist gut gewachsen. Da gucken wir gleich mal, wenn wir den ganzen Kram weggeschmissen haben. Einsortiert haben, ordnungsgemäß, wie sich das gehört. Ökokram. Ja, ich würde jetzt ungern guck mal, wir können eigentlich hier die Kiste hier vorne. Na, hier ist Zeugs drin. Genau, hier war Zeugs drin. Hatten wir noch eine leere Kiste? Nein, ne? Wir hatten nur die. Ganzen Laub da reinschmeißen. Nee. Haben wir anderen Ökokram? Wir haben den Ökokram hier. Das hier. Die Blume. Da
das kann man behalten. Auf jeden Fall haben wir jetzt ordentlich Holz. Ja. Die Setzlinge können wir eigentlich auch reinschmeißen. Ach, da haben wir auch schon ein paar von. Ja, die ganzen Blätter, keine Ahnung, die brauchen wir ja eigentlich für nichts. Kann man verbrennen oder sowas. Andererseits kann man dafür Technik natürlich auch irgendwie Sachen draus machen. Haben wir denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 Blätter. Meine Güte, 1338 Blätter, meine Güte. Ups, jetzt haben wir weniger. So. Können natürlich auch mal gucken, ob wir vielleicht da hinten sonst einfach irgendwie... Moment. Möbel, Steinzeug. Ah, Kies haben wir zu wenig. Jetzt hätte ich gesagt, wir bauen da hinten nämlich einfach ja, eine kleine Lagerstätte für die Holzfällerei. Allerdings bräuchte man da auch irgendwie einen Kiesweg zu, der dann hinten hinführt und für Kies naja, Cobblestone sonst irgendwie hinbauen. Ich gehe erstmal so hin. Und dann können wir immer noch mal gucken. Ups. Und so einer kleinen Holzfällerhütte oder sowas. Weil da könnte man dann den Platz hier auch mal als das markieren, was er tatsächlich ist. Ich stelle jetzt erstmal einfach nur eine Kiste hin. Am besten hier so. Ja, dass man dann hier das Häuschen oder hier oben das Häuschen vielleicht sogar. Ach, kann man eigentlich dann, wenn wir schon mal da sind, nochmal kurz ein bisschen einsammeln. Kann das hier oder hier irgendwie so daneben, da unten? Oder man trägt diesen Hügel hier dann ab und dann sagt man, da unten kommt das Häuschen hin. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, hier kann man das... Ja, ne? Siehst du auch so, ne? Dann bauen wir das Häuschen hier irgendwann mal hin. Und bis dahin kann man den ganzen Scheiß hier da mal reinschmeißen. So. So ist schön, so ist schön, so ist schön. Gut, Futterkram hier oben hin. Das da drunter, das da drunter. Ja, gut, die Erde, das Ding hier. Ach, den kann man eigentlich irgendwo einpflanzen. Dahin. Genau, dann tragen wir das hier nämlich irgendwie einmal ab und machen so ein bisschen Terraforming und dann kann man nämlich hier schön so ein kleines Holzfällerhäuschen hinbauen. Holz haben wir jetzt, ja. Und dann kann er dann hier arbeiten. Ach, guck mal, hier ist auch noch irgendwie einer, der es nicht überlebt hat. So. Die sind ja immer irgendwie miteinander verbunden. So. 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 Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Dass hier ja nichts rumliegen bleibt. Hm. Da hinten noch, ne? So. Dann schmeißen wir den Kram hier auch in die Kiste. Und, ach komm, was soll's. Das stellen wir da mal mit dazu. Und dann können wir eigentlich schon mal abstecken, wie groß denn diese Hütte werden soll. Gut, hier wäre dann eh so ein kleiner Wall. 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ein bisschen kürzer. So. So. Ja, passt. Es wird eine längliche Hütte einfach und an der... Na. An der Seite hat er noch so einen kleinen Unterstand, wo dann Holz drunter liegt. Genau, lassen wir das erstmal so. Guck mal, da haben wir doch noch ein bisschen was gefunden, was man machen kann. Bei 25 Minuten sind wir jetzt. Ich würde sagen, wir machen zur Feier des Tages einfach mal eine etwas längere Folge, dass wir einmal irgendwie das Häuschen fertig kriegen und dann haben wir das dann erledigt. Oh, mit Terraforming drumrum und allem. Und dann passt das dann schon. Hacke, hacke, hacke. So. Es ist natürlich dann wieder ein bisschen dunkel. Ihr seht jetzt wahrscheinlich wieder weniger, weil YouTube das Bild ja immer ein bisschen dunkler macht. Ja. Kann ja mal gucken. So. Ist ja gerade ein Apfel rausgefallen. Ne, eine Tomate. Hallo Schaf. Oh, du guckst so traurig. Oh. So. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. So, gehen wir jetzt noch ein tiefer. Wir gehen, glaube ich, noch ein tiefer, würde ich sagen. Oh, dass wir hier irgendwie. Ja, genau. Dass wir hier irgendwie so. Ich glaube, das passt. Haben wir auch gleich wieder ganz viel Erde, mit der wir dann irgendwie wieder Sachen auffüllen können. Und wer schnauft mir denn hier schon wieder in den Nacken? Du bist das. Was willst du von mir? Hau ab. So. Holzfäller, Holzfäller, Holzfällerhaus. Holzfällerhaus. Genau. Naja, genau. So, das zu, das zu. Muss ich das hier auch noch alles wieder abtragen, ne? Ups, da ist die Fackel weg. Na egal, wird eh gleich wieder hell. So, hier hinten, das kommt weg, das kommt weg auf der Ebene, das heißt hier auf der Ebene müssen wir auch einmal durch. So. Ja, 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 ja. Oh. So, Hammer, Hammer, Hammer. Machen wir hier. So. Ist ja mit dem Mäsewerkzeug zum Glück alles relativ schnell erledigt. Hier überhaupt so auf die Höhe? Nee, ne? Ne, das wollte ich ja wieder zumachen. So. Das kommt zu mit Erde. Das kommt zu mit Erde. Upsala. So. Gar nicht aufgefallen. hier wollte ich noch einen Knick reinmachen.
So, das heißt, das hier oben kommt wieder alles weg. Und dann müssen wir dann gleich mal gucken, dass wir dann das, was jetzt alles Stein ist, dass wir das dann weghauen. Und dafür dann eben da wieder Erde reinmachen, dass wir wieder so eine Erdfläche haben. So wie es dann vorher auch war. Na, vielleicht können wir uns da auch ein bisschen Kies dann irgendwie holen, dass wir mit dem Hammer da einmal durchfahren. Upsa, da ist die Schaufel hinüber. Die Schaufel, die brauche ich jetzt aber auch nicht mehr. Das ist doch wunderbar. So, Erde. Ich würde sagen, wir nehmen hier diesen natürlichen Teil und füllen den einfach mit Erde auf. So. Da kann man mal gucken. So. Erde. So, Erde. Ja, hier ist so ein kleiner Knick dann eben drin. Hier unten, das kann man dann mal gucken, ob wir das vielleicht zumachen. Ja. So. Zu. Wir haben ja jetzt genug. Haben wir genug? Ja, wir haben genug. So, Erde zu. Da hat dann der Holzfäller auch so ein bisschen noch Arbeitsfläche hinter seinem Haus. Das ist auch okay. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Schaufel mehr, aber das ist nicht schlimm. So. Ach nee, das so. So, hier machen wir dann weg. So, dann haben wir nämlich so ein bisschen zu dem hier so ein bisschen so eine Trennung drin. So, zack, na komm. Und alles, was hier jetzt noch Stein ist, kommt dann eben, wird dann eben zu Erde später abgebaut. Hier kommen wir eigentlich auch wieder, hopsa, hier können wir eigentlich auch nochmal wieder das abdecken. Dann haben wir diesen natürlichen Teil so ein bisschen zumindest erhalten. Ja. Nein. Jetzt habe ich alles rausgehauen und mache alles wieder zu, ne? So. Ist halt immer noch ein bisschen natürlicher, als das irgendwie künstlich nachbauen zu wollen. Gut, das heißt, hier kommt jetzt alles raus. Dafür hole ich mir mal schnell einen Hammer. Oder zwei Hämmer wahrscheinlich sogar. Habe ich die eigentlich übersetzt? Natürlich habe ich sie übersetzt. Hallo. Gut, so. Nix wie hin. Hui. Ja, wir müssen irgendwann mal gucken, dass wir hier die sprudelnde Quelle noch anbauen, sonst ist es komisch. Den brauchen wir. Und den werden wir auch brauchen. Der eine wird nicht mehr reichen. Dann hauen wir nämlich erstmal alles in Cobblestone. Braucht natürlich ein kleines Augenblickchen. Ja. Auch das ganze Zeug, das hier rumliegt, da wird man ja wahnsinnig. Da ist der Hammer nämlich auch schon hinüber. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja. Also wir werden wahrscheinlich alles in Cobblestone umwandeln können, aber dann eben nicht mehr in Kies. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Kies.
Oh, da ist einmal zu viel. Da haben wir jetzt Sand. Auch schön. Ach. Niemand braucht Sand. Und eine Schaufel brauchen wir auch wieder, ne? Sonst kriege ich den ganzen Kies nicht weg. Na, herrlich. Hervorragend. Man sieht übrigens, die Webcam, die ist so ein bisschen niedriger, weil der Monitor ein bisschen niedriger steht. Von daher nicht irritieren lassen. Das ist richtig so. Das lässt sich auch nicht ändern. Ich habe ja hier mein tolles kleines Stativ. Nur da wäre dann eben der Winkel so ein bisschen komisch. Das würde nicht so wirklich funktionieren. Das Abseil. Das heißt, ich habe das Ding jetzt einfach, die Webcam einfach oben auf dem Monitor wieder draufgestellt. Die steht auch relativ wackelig da oben, weil der Monitorrahmen sehr, sehr dünn ist. Das heißt, oder sehr wenig Rand hat. Das heißt, ich kann sie nicht normal draufstecken, ohne dass eben dieser Standfuß von der Kamera, dieses Anklemmding, ja, in den Monitor reinragt in das Bild. Und so eine Notch am Monitor, nein, keine Chance. Das heißt, sie liegt jetzt immer so ein bisschen daneben erstmal. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hab mir zwar so ein komisches Schwanenhals-Stativ-Dings gekauft, was man irgendwie anschrauben kann, aber das ist auch irgendwie nicht so wirklich das Wahre. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht lasse ich es auch so, es ist ja okay. Das Bild, das passt ja. Ah, da kann man dann immer noch mal gucken. So, wie viel haben wir noch? Ach, das war's. Gut. So, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kies. Das heißt, wir gehen nochmal kurz nach Hause und holen nochmal ein bisschen Schaufel. Wir holen ein bisschen Schaufel. Davon brauchen wir. Das. So. In den Ofen damit. Und währenddessen gehe ich mal eben den Eimer auffüllen. So. Davon. So. Was brauchen wir eigentlich noch? Wir brauchen doch auch Zäune, um das Ganze so ein bisschen einzurahmen. Zauntor, damit er durchkommt. Auf jeden Fall Holz. Und alles andere können wir uns eigentlich vor Ort machen. So. Zack, zack. Und schon haben wir unsere Schaufel. Oh, so, den Kiesweg. Da müssen wir mal gucken, wo wir den tatsächlich abzweigen lassen. Vielleicht hier hinter irgendwo dann, dass er hier irgendwie... Hier vielleicht irgendwie so Treppe hochmäßig oder so. Naja, schauen wir mal. Oder halt wirklich hier einmal nur so andeutungsweise erstmal. Wie da nachher genau der Weg ist, das kann man da immer noch mal gucken. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Hallo, Häschen. Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen? Gut. Damit hätten wir auch ein bisschen Kies wieder. Ja. Und alles, was dann hier gleich frei ist, das füllen wir dann eben mit Erde auf. Und schon haben wir dann auch das Terraforming erledigt. Ups. Ah, mit der Schaufel, da muss man echt aufpassen. Die geht ganz schön schnell. Hier wäre jetzt natürlich auch noch gewesen. Gut, ich habe natürlich jetzt keine Lust, nochmal einen Hammer zu holen. So. Wenn dann diese komischen Teile sich mal bequemen würden, sich aufzulösen. Das wäre vielleicht ganz ratsam. Na gut, so geht es natürlich auch. Ups, da hängt noch irgendwas. Kohle, tralala. Ja, so war das damals. Damals, als wir noch jung waren und unverbraucht und
offen gegenüber neuen Dingen sind wir ja heutzutage alle nicht mehr, ne? Nein. Na komm. So, es wird schon wieder Nacht. Das bedeutet, wir müssen gleich schon wieder Fackeln aufstellen. Was man dann natürlich auch mit den Zäunen machen könnte, nur dass man dann da auf die Zäune eine Fackel stellt, in den Wald dann rein, dass dann eben das so einzeln so ein bisschen beleuchtet ist. Da kann man dann auch so einen kleinen Waldweg sich durchschlängeln lassen. Dass das nachher alles möglichst natürlich aussieht, aber natürlich vollständig künstlich angelegt wurde. So. Es ist Nacht und es ist finster und man sieht irgendwie so gar nichts. So. Aber. Leuchtet die? Die leuchtet. Na ja, gut, dann leuchtet sie. So. Oh. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Dass wir unsere Arbeitsfläche so ein bisschen ausleuchten. So. 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 Na? Komm hier, Junge. Auf die Fresse, Junge. Bam. Ins Gesicht, Junge. So. Hier den Rest auch noch eben kurz und dann hat sich das dann damit schon mal zumindest erledigt. Na? Oh, ist das eng hier. So. Das wird schießt. Okay. Irgendwas ist hier gerade verpufft. Sag mal, brennt hier der Boden? Gut, gut, gut. Wir machen mal hier eine Querverbindung. So. Und schon haben wir so einen Weg nach da hinten. Sieht jetzt natürlich alles noch relativ hell und unkoordiniert aus, aber das wird alles wunderbar. Dann gucken wir doch mal. Ach, wir können uns gar nicht alles machen. Wir haben ja viel zu wenig Dinge, um Zeug zu machen. Wir gucken erstmal. 3, 4. 2, 3. Ups. Ja, hier oben kommt sie nicht hin, ne? Da, da, da. Da, da, da. Ich habe überhaupt keine Idee, was ich hier baue oder wie ich es bauen werde, aber ich versuch's einfach mal. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist hier von außen einmal ja, die Balken quasi verlängern, dass es als ja, Dachkonstruktion oder halt eben so aufliegend aussieht. Da brennt doch was. Die Kohle? Nein, die Kohle kann das ja nicht sein. Warum sollte die Kohle da anfangen zu brennen? Egal, wir verschwenden mal ein bisschen hiervon. So. Keine Ahnung, was hier wieder los ist. Oder sind das... Ach, nee, guck mal hier, das sind die... Das sind die Dinger, die sich auflösen. Die verpuffen dann in so eine kleine Rauchwolke, ne? Gut, dann habe ich nichts gesagt. So. Zack. Natürlich nicht. Ja. Ich sehe schon, es wird genau so ein Standardhaus werden, wie ich sie immer baue. Dann würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall einen Ofen. Und ein wenig Kohle in den Ofen. Und dann können wir nämlich mal gucken, dass da ein paar Steine brennen. So. Doch. So, Dille. Also, auf der Seite ist das Ding und auf der Seite ist da ist auch zu. Oh. Ich würde ja mal sagen. Ja.
dass wir hier das einmal so wegholen. So. Dann haben wir hier nämlich so ein bisschen die Möglichkeit, vielleicht mit den... Och ey, wieso schmeiße ich denn immer alles weg? Mit den Zäunen hier, die verbinden sich dann da. Und dann kann man nämlich hier mal gucken, so. Ah, nicht ganz. Ah, vielleicht sogar ein kürzer. Und dann da wieder dran, genau. So, dann... machen wir denn mal. Wollen wir hier vielleicht mit dem hier arbeiten? Ist das mittig? Nein, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Doch, ist mittig. Gut. Ist mittig? Yay! Aber ist halt auch mittig, ne? Das kommt wieder weg. Wir wollen ja nicht das gute Holz verschwenden. So. Zack, zack. Und hier drüben genauso. Zack, zack, zack. Keine Ahnung, was das wird. Zack. Ich bin ja nicht so... Gehst du doch mal bitte weg, danke. Ich bin ja nicht so der Freund davon, dass das so mittig ist, ne? Generell zwar schon, weil mittig ist cool und man kann gut damit bauen, aber irgendwie auch nicht. Wenn es dann zu symmetrisch wird, ist es dann halt auch immer ein bisschen doof. Gut. Aber es kostet uns ja nichts, hier den Kram irgendwie umzusetzen, also von daher alles gut. Genau. Düpp, düpp, düpp. Düpp, düpp, düpp. Hier dann wieder davor, da drunter. So, so. Da. Da. Ja. Gut, ja, dass der jetzt hier direkt vor der Tür steht, das ist dann halt so. Beziehungsweise die Tür wäre dann ja hier, da könnte man dann natürlich gucken. Man kann natürlich auch... Ah, so ein bisschen eine Idee habe ich schon. Erstmal gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier an Stein. Wir haben so ein bisschen was an Stein, das ist auch schon mal ganz schön. Die kann man natürlich dann gleich mal ein bisschen verarbeiten. Verwursten zu Steinwurst. Wir brauchen Slabs. Ein paar. Und wir brauchen Treppen. Ja, auch ein paar. Wir gucken mal, was kann man denn damit jetzt bauen? Ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen ein Tutorial in Planung von... ja, von einer Burg, Burgdesign, Mauerburgdesign und da lasse ich mich gerade so ein bisschen von inspirieren, ob man das vielleicht irgendwie hier auch einsetzen könnte. Ist dann natürlich dann für so eine einfache Hütte vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht kann man das doch machen, ne? Gucken mal. Mal hier, 1, 2. Also hier müssen wir symmetrisch werden. Sonst wird das nichts. Dam, dam, dam. Weg, weg. So. Tam, tam, tam. Tam. Nichts verschwenden, nichts verschwenden. Ja, das Tutorial, die Tutorial-Serie, da gucken wir mal, wann die dann kommt. Das muss alles natürlich gedreht werden. Das würde ich alles natürlich gerne irgendwie vorproduzieren. Dass es dann einmal am Stück ordentlich gesendet werden kann. Wie wir das machen und wann wir das machen, das wird sich natürlich zeigen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ja, bis dahin heißt es abzuwarten, was denn da passiert. Es ist auch tatsächlich noch nicht alles fertig. Also ich bin noch nicht mit allem komplett zufrieden. Da muss man ein bisschen noch dran drehen. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir dann weitermachen irgendwann. Oder wie wir dann dran drehen. Ups. Moment. So ein bisschen verfolgen kann man das im Forum, in dem Screenshots-Thread. Da poste ich ab und an mal so ein bisschen, was dann da so gerade passiert.
Von daher wird vielleicht dem einen oder anderen, der dann da das Forum regelmäßig verfolgt, das auch mal aufgefallen sein vielleicht. Einzige, wo mir jetzt schon vorgeraucht, ich brauche gleich so einen beschissenen Schraubendreher. Moment. Das ist richtig. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Ach ja, es ist ja das Moblox-Mod. Die Moblox-Mod macht das natürlich kaputt. Geil. Richtig geil. So. Egal, kann man gleich korrigieren. So. Dritten drauf. Der Schraubendreher. Beziehungsweise habe ich vielleicht den Replacer-Mod aktiviert gelassen. Den hatte ich nämlich auch getestet. Guck mal, ich habe den Replacer. Ja. Zwei Truhen und einen Stock in der Mitte. Ich glaube, das kriege ich hin. Ach ja, ich habe ja Holz im Inventar. Ich wollte gerade sagen, wo ist das ganze Holz hin? Eine Truhe, zwei Truhen. Und Stock habe ich bestimmt auch irgendwo rumliegen. So. Dip. Stöcksche? Na. Replacer. So, wie funktioniert dieser scheiß Replacer? Ich habe keine Ahnung. Man muss irgendwie rechtsklick, linksklick und hast du nicht gesehen machen, ne? Würde ich nämlich mal sagen, wir gehen da jetzt einfach mal hin und probieren dann einfach mal aus, ob das denn irgendwie funktioniert. Pow, pow, pow. No Note. Ein Rechtsklick. Cut Reaktion. Und Shift. No Note. Na, gucken wir gleich mal, wo wir eine Note herkriegen. Yay. Hopp. So, dann können wir nämlich den ganzen Scheiß da wieder wegholen. Dann sparen wir uns diesen beschissenen Schraubendreher. Ganz ehrlich, ich hasse diesen Schraubendreher. Gut. Müll. So, Rechtsklick? Nein? Nein, kein Rechtsklick. Linksklick? Nein, kein Linksklick. Hat er sich gerade eben da nicht noch hingestellt? So. Also sie lassen sich anscheinend an die Wand stellen. Das ist ja schon mal schön. Und jetzt macht man Shift-Klick zum... Nein? Macht man Shift-Rechtsklick zum... Ach! Shift-Rechtsklick. Mode Replacement Tool Set to blablub. Und jetzt mit dem Linksklick? Nein, mit dem Rechtsklick. Ah, guck mal, mit dem Rechtsklick. Shift-Linksklick? Nein. Shift-Rechtsklick. Und dann mit Linksklick? Nein, mit Rechtsklick? Ja. Also Shift-Rechtsklick, Rechtsklick. Aha. Shift-Rechtsklick, Rechtsklick, Rechtsklick. Shift-Rechtsklick, Rechtsklick, habe ich gesagt. Rechtsklick! nein. Shift-Rechtsklick. Rechtsklick. Rechtsklick. Genau. Ja, wunderbar. Funktioniert. Einwandfrei, so wie es sein soll. Schön. Gefällt mir. Gut. Bleibt dabei. Spart auf jeden Fall den Schraubendreher. Es ist zu niedrig. Das Ding ist zu niedrig. Das heißt... Vielleicht machen wir da auch nur eine kleine Version von. Na, es wird komisch aussehen, oder? Also wir müssen hier auf jeden Fall, wir werden da nicht drum rumkommen, wir müssen hier an höher gehen.
So. So. Wir bauen erstmal das Ding und dann gucken wir mal, wie wir weiterverfahren. So, jetzt müssen wir kurz mal überlegen. Och, ernsthaft. Wieso machen die eigentlich neuerdings Schaden? Ich habe doch eine Rüstung an. Ne, ich habe keine Rüstung an. Doch, ich habe eine Rüstung an. Wieso wird die Rüstung nicht angezeigt? Ach, es ist mir... Es ist mir egal, sie funktioniert und es reicht mir. So, hab ich... Was war da jetzt? Rechts, Shift-Rechtsklick? Rechtsklick. 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 Upa. Rechtsklick. Rechtsklick. So. Dann. Das werdet alles später nochmal im... Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das gibt's dann alles irgendwann nochmal in dem Tutorial. Wie komme ich denn jetzt zu einer richtig gedrehten Treppe? Komme ich so zu einer richtig gedrehten Treppe? Ja, so komme ich zu einer richtig gedrehten Treppe. Sehr schön. Also, Shift-Rechtsklick. Rechtsklick, Rechtsklick, yay. Shift, Rechtsklick, Rechts. Habe ich keine. Ah, ich habe keine mehr. Dann machen wir schnell noch ein paar. 96, vielleicht ein bisschen viel, aber egal. Rechtsklick. Rechtsklick. Es läuft super. Stopp, stopp. Warum bin ich eigentlich nicht eher auf Napsa, auf diesen Replacer gekommen? Lass mich kurz überlegen. Rechtsklick, Linksklick. Yay. Rechtsklick. So. Gefällt mir gut. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. So, dann muss... weg. Weg. Hier ist sie drauf. So. Na komm. Ja, wir müssen insgesamt eine höher gehen. Aber es ist okay. So, dann kommt unten drunter. Haben wir natürlich nicht. Muss man erstmal machen. Wieso ist mein Inventar so voll? Weg damit. So. Da brauchen wir auch ein paar von. So, auch hier ist das Inventar wieder zu voll. Was habe ich nicht mit dem Flint? Was brauchen wir mit dem Flint? Flint braucht kein Mensch. So. Gucken wir doch mal, kann man hier die... Kann man hier platzieren, sehr schön. Gefällt mir gut. So. Ist das richtig gedreht? Ist das richtig gedreht? Ich überlege gerade... Doch, ich habe ja meine Rotation... Och, Idiot. Meine Rotation Mod. So, also, da haben wir nämlich hier das erste Stückchen von der Mauer schon mal gebaut. Da schauen wir dann mal. Das ziehen wir nach oben rüber. Das machen wir jetzt hier auf der Seite genauso. Also auch hier wieder an die Wand. Shift, Rechtsklick. Rechtsklick. Yay, yay, yay. Ne, gar nicht so hoch. Ne? Wir müssen da gleich eine Treppe hinsetzen. So, wo haben wir die? Da haben wir sie. Zack, zack. Dann ziehen wir hier oben einmal rüber. Na komm. So. So. Gut. Dann. Treble, treble, treble. Slap, slap, slap. Jo, läuft doch. Läuft doch, würde ich sagen. So. So. Da. Da. Ist auch eine interessante Kombination mit dem Holz dann da so. So. Erde, Erde, Erde. Na, den Replacer, den brauchen wir. Dann kommt Erde, da kommt Holz. Also, man sieht schon, was das ein bisschen werden soll. Wir bauen jetzt hier erstmal einen Turm. Den machen wir auch gar nicht so super hoch. Den machen wir eins wirklich nur höher als, als diesen Anbau hier.
Und bei dem Anbau, da gucken wir dann gleich mal, wie wir das machen. Ah, eine Stunde nehmen wir schon auf. Meine Güte, eine ganze Stunde schon. Da wird sich der ein oder andere Freunde, der ein oder andere wird sich dann ärgern, dass der Scheiß hier so lange läuft. Man muss übrigens ein bisschen aufpassen hier in diese Ecke, wenn man da reinfällt. Man ist dann halt, wenn man drin ist, ist man drin, ne? Dann kommt man auch nicht wieder raus, so ohne weiteres. Man muss ein bisschen rausdrehen und rausfrümmeln, irgendwie kommt das dann schon, aber ein bisschen aufpassen muss man da schon. So, also, Shift-Rechtsklick, Rechtsklick. Beste Idee ever. Ich glaube, Oliver hat ja die Idee gehabt. Ich gucke das jetzt nicht nach, weil ich nicht weiß, ob das dann anfängt zu flimmern und zu flackern hier. Aber wenn ja, vielen Dank. Falls nein, poste ich den richtigen Kommentar gleich nochmal rein. Das muss hier drauf und das muss hier hin und das muss hier hin und hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. So. Dahin, so. So, hier, hier. Wieso habe ich denn da keine mehr von? Und wieso ist das Ding hier im Inventar? So. Ich glaube, so viel brauchen wir davon auch nicht mehr. Ach, wir tun das mal hier mit dazu. So. Drauf, drauf. Dran, dran. Tada! Mauer fertig. Beziehungsweise Unterseite von dem Turm fertig, ne? Ist natürlich das Ding hier irgendwie. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir dann das hier richtig sinnvoll machen. Was ist das denn hier? Oh. Bisschen trockene Lippen, ne? So. Mal ein Schlückchen Wasser. Hey, warum trinkst du in deinem Let's Play? Ja. So, ich sehe übrigens in dem Vorschaubild die, die Kamera. Die ist so ein bisschen, die macht so ein bisschen Rotstich, habe ich das Gefühl. Ist halt leider so. Vernünftiges Licht wäre natürlich geil. Müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht kann man hier so ein bisschen das Ding hier machen. Pass mal auf. Dazu, da oben mit zu, ne? Und dann. Oder hier, ne? Seitlich, so seit. Guck mal, es beleuchtet. Mir geht ein Licht auf. So, wie viele Wortspiele mit Licht kann man irgendwie einbringen? Es müsste ja von vorne, vielleicht nicht ganz so extrem hell, aber kann man hier vielleicht oben das Ding beleuchten? Guck mal so vielleicht, ne? Oder von unten? Ja, von unten sieht komisch aus. So, auf der, von hinten, ja, müssen wir mal schauen. Jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Es ist dunkel und der Monitor strahlt und das Hintergrundbild ist ein bisschen rotstichig und ich sehe es halt drumherum. Und von daher, es ist, wie es ist. Gut, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir hier einmal irgendwie hochkommen. Ja, hier lasse ich offen. Mache ich sowieso immer. Also man kann das natürlich immer zubauen. Ich lasse aber immer die Sachen innen drin, lasse ich sie offen. Da kann man dann nämlich gucken, wie es einem am besten passt mit dem Innenausbau. Einzige, was man hier machen sollte, man sollte vielleicht einen Zwischenboden einziehen. So. Auch der besteht natürlich aus Slabs. Aber er besteht auch ein bisschen aus Treppen. Weg damit. Na? Kann man noch wegschmeißen? Das hier, weg damit. So. Also, Treppen. Da müssen wir mal gucken. Die kriege ich bestimmt nicht vernünftig angebracht. Ja, siehst du, das ist nämlich das Problem. Boah, die Axt. Die Axt. Ich brauche die Axt. Weil normalerweise würden die sich richtig ausrichten. Vielen Dank an den Moorblocks-Mod, dass sie das nicht tun. Und ja, es ist definitiv der Moorblocks-Mod schuld.
auch ein Bug-Report dazu, aber der wird ignoriert. Naja, was soll's. So, also, Shift-Rechtsklick und Rechtsklick. Schade, dass es nur auf den Seiten geht. Das heißt, wir müssen nochmal rauf. Wir müssen sogar mehrmals rauf. So. Sudele. Dann müssen wir hier. Und dann müssen wir hier. Aua. Immerhin funktioniert das, dass man sie von unten irgendwie dran setzen kann, dass sie sich dann richtig drehen. Das ist schön. So. So, das Ganze müssen wir nämlich jetzt mit den Schlepps auch nochmal machen. Die kann man wahrscheinlich genauso irgendwie von unten. Ja, sehr gut. Und bei den Slaps ist es ja egal. Wir haben ja den Replacer, wir können den hier auch richtig setzen. Also, Shift-Rechtsklick und Rechtsklick. Yay, yay, yay. Ist doch schön, wenn mal was funktioniert, oder? Da, da, dann. Dam, dam, dann. Dam, dam, dam. Und hier wäre ja theoretisch dann eben nochmal so ein Ding. Das heißt, hier wäre und hier wäre und die beiden mittleren, da wären dann wieder Treppen von unten. Das heißt, das lassen wir erstmal so. So. Dann haben wir nämlich hier von außen schön und dann machen wir von innen auch nochmal schön und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier nochmal einen höher gehen. So. Ist dann natürlich nicht wirklich mehr ein, ja, ein Holzfällerhütte, sondern schon ein bisschen irgendwie was Besseres. Ich überlege gerade, also zumindest hier können wir ja zumachen. Upsa, hier können wir ja zumachen. Kann man nicht eigentlich auch Shift-Rechtsklick und Linksklick? Ja, guck mal, so langsam wird's mit dem Mod. So. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Und noch mehr Treppen. Wir brauchen noch mehr Treppen. Treppe, Treppe, Treppe. Und hier sind wir noch. Ja, der Anbau hätte halt ein Dach. Ich mache erstmal Treppen hin. Da kann man dann ja immer noch mal gucken. Bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal gucken, dass wir dann gleich auch nochmal die letzten Dinger hier ausfüllen. Shift-Rechtsklick, Rechtsklick. Und dann habe ich natürlich keine mehr. Gut. Dahin, 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 dahin. Und dann, damit man ein bisschen was sehen kann, in die Mitte eine Fackel. So. Dann machen wir einfach einmal ein paar Slips. Dann kann man nämlich auch hier wieder sagen, zack und zack. Gut, dann ziehen wir das Ganze jetzt hier auch nochmal wieder hoch. Also, einmal, zweimal und dann das Ding. Einmal, zweimal und dann das. Einmal, zweimal und dann das. Einmal, zweimal und dann das. Wir müssen von hinten. Wir müssen von hinten dran. Und wir brauchen auf jeden Fall hiervon. So. Ach, dieser Mod ist viel angenehmer zu benutzen als dieser scheiß Schraubendreher. Upsa. Naja, gut, okay, das ist natürlich klar, weil das eine andere Ausrichtung war. So, so, so. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach ja. E, t, t, t. Ja, besser geht das nicht, würde ich sagen.
Ach ja. Wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat, ist es ganz schön intuitiv eigentlich. Gut, dann, wir müssen hier zumachen. Das heißt, wir brauchen hier einmal irgendwie auf den Ecken jeweils ein hiervon. Und dann brauchen wir hier nur einen davon. Und dann machen wir das hier auch nochmal. Und dann machen wir das hier auf der Seite auch nochmal. Und dann kommen wir nämlich vorne rum. Kommen wir nämlich so. So, so, so. Ups. So, so. Oh. Ja? So, so, so. So. Und natürlich, wie sich das gehört, von außen nochmal. Zack. 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 So, was man natürlich machen kann, ich überlege gerade die ganze Zeit, weil dieser Turm, das wäre ja auch eher so ein bisschen so ein Aussichtsturm, Wachturm, wie auch immer. Man könnte natürlich diesen Wald hier einmal irgendwie drumherum machen. Und der Holzfäller hätte dann hier oben die Möglichkeit, aus seinem Turm dann irgendwie rauszugucken. Man kann dann so seinen Wald überblicken hier. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Erst einmal müssen wir gucken. Wir müssen von außen und dann von da. Da wird es dann jetzt langsam wirklich eng hier. Hier mal ein so. So. Und dann ab. Ab. Kann man eigentlich auch so machen. So. So. Und dann habe ich mich jetzt ausgesperrt. Ups. So. Ja, ausgesperrt ist halt so. So, dann hier genau das gleiche in grün. Zack. 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 Mal vielleicht doch mal zwei Folgen draus, oder? Das ist doch vielleicht ein bisschen lang. So. Gut, da müssen wir gleich eh nochmal Treppen setzen. Zack. 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 Na, zack, zack. Ah, keine mehr. Jetzt zeige ich Ihnen eine. Zack. Auch da müssen wir wieder Steine holen. Schon wieder alles verbraucht. Ist mal gut hier. Den ganzen Scheiß hier rum und das ist jetzt alles. Also ist alles hier alles überflüssig gerade. So. Ist ja nicht auszuhalten. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch gerade nicht. So. Also, Steine. Steine, Steine, Steine. Treppen, nee. Doch, Treppen auch. Und Slips auch. Und 10 reichen nicht. Oder? Nein. 1, 2, 3? Nein, reichen nicht. So. Und dann wieder hinauf. Also, Shift, Rechtsklick, Rechtsklick, Rechtsklick. Läuft doch super. Ja, komm, egal. Ach. Schlips. Ich brauche mehr Schlips. Zack. Dup. Dup. Dup, dup. Na, der ist zu hoch. Da. So, hier waren wir, glaube ich, durch. Genau, dann kommt... Ach, Mensch. Können wir da nämlich gucken. So. So.
So, dann setzen wir die Treppen. Zack. Und wir setzen die Slabs daneben. Zack, 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 zack. Upp. Zack, 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 zack. Genau, da gehen wir mal von der anderen Seite drauf. So. Dauert wahrscheinlich länger, da jetzt hinzulaufen, als einmal irgendwie runterzuspringen, aber okay, komm. Ach, wir können bei der Gelegenheit hier auch gleich schon mal setzen. So. Und natürlich kommen wir von der Seite hier sowieso nicht dran. Das heißt, wir müssen hier eh uns irgendwie einmal hochbauen. Dab, 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 dab. Dab, dab. So. Das war das. Dum. Kommen wir mal eben kurz gucken von außen. Und dann haben wir ein kleines Türmchen gebaut. Das ist natürlich jetzt keine wirkliche Holzhütte mehr, wie gesagt. Aber komm, ist halt so. So, jetzt kommt noch ein Dach drauf. Und ich überlege gerade, wie wir das am besten ausrichten, das Dach. Ich glaube von der Seite, oder? Das war hier den... Da kann man dann noch wieder mit Holz arbeiten. Das heißt, wir bauen uns da jetzt einmal hinauf. So. Wir müssten bei der Gelegenheit das hier noch einmal machen. Haben wir denn noch Treppen aus Holz, aber nicht mehr genug. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Holztreppen. Kann man nie zu wenig von haben. Und dann machen wir hier auch einmal den Boden rein. So. Da. 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 Dam, dap, dam, dap. Und wenn wir dann eh gerade schon mal hier unten sind, können wir dann auch gleich hier unten den Kram wieder einsammeln. Ja. So, Fackel weg. Ja, wie man dann tatsächlich hochkommt, da muss man dann nochmal gucken, wo wir das machen. Ach scheiße, einmal brauchen wir noch, weil wir ein Slab drunter setzen müssen. So. Dann nehmen wir uns hier einmal ein Slab. Da muss man gleich auch nochmal wieder welche von machen. Machen wir am besten jetzt. Dann haben wir welche da. Mal gucken wir mal, ob das passt. So, dap. Ups, alle. So, geht doch. Zack, 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 zack. Man könnte natürlich gucken, dass man irgendwo eine Leiter anbringt, wo man dann ja, in den Turm hochkommt. Hier geht es erstmal um das äußere Design des Gebäudes. So, auch hier, zack, und dann ist das Ding nämlich zu und dann kann man nämlich mal gucken. Er sollte ja schon irgendwie, genau, dann machen wir tatsächlich so. Ja, was nehmen wir denn als Material? Wir nehmen hier, glaube ich, Holz als Material. Und dann machen wir... Da ist es, da ist Treppe hier. Ach. So. Baue ich denn da? Blöd?
schon, ne? das hier nicht, das hier nicht, das hier nicht. Ja, so schön. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Hier kann man natürlich dann auch noch wieder einen kleinen Balkon dran bauen. Was nehmen wir denn da als, als Dach? Auf jeden Fall eine Umrandung mit Kobbeltreppen. Ach, wobei mir da jetzt schon wieder graust, diesen ganzen Scheiß mit dem blöden Placement von dieser Scheißmann. Also! Gut, wir machen das mal anders. Ja. So dumm. Moment. Das war natürlich Käse. Es war der Linksklick, der es zerstörte, nicht der Rechtsklick. Rechtsklick, Rechtsklick, Linksklick. Hier passt er. Rechtsklick, Rechtsklick, Rechtsklick. Döp. Man muss sich nur zu helfen wissen. Was mir gerade mit der Schrecken auffällt, wir haben nicht genug Cobblestone. Drei, zwei, eins. So. Wir brauchen mehr Cobblestone. Wieso haben wir eigentlich nicht so viel Cobblestone? So. Ah, wir haben ja in der Kiste haben wir ja eine ganze Menge an Cobblestone. Die nehmen wir jetzt einfach. 100 werden wir definitiv nicht brauchen, aber dann haben wir auf jeden Fall mal ein paar Cobblestone-Treppen. Ah, so. Das muss reichen. Ach ja, und wir können mal gucken, eben was wir an Material dann benutzen für das Dach an sich. Wir können ja hier den Dschungelbaum... Dschungel ist so dunkel, ne? Andererseits, warum eigentlich nicht? Nee, wir nehmen das normale Holz. Passt ja auch dann zum Wald, in dem dieses Gebäude dann steht. Also von daher, alles gut. Hoppa. Ist natürlich dann, wenn es einmal von innen beleuchtet ist, strahlt dann ja auch so ein bisschen von außen. Oh, ich sehe gerade übrigens, die Webcam ist jetzt relativ dunkel. Achtung, mal alle euren Geräten die Ohren zu halten. Hey Google, bitte schaltet die Bürobeleuchtung ein. Okay, ich schalte. Naja, wirklich was gebracht hat es nicht, aber okay. Guck mal, hier ist noch ein Stein, das geht so nicht, so. Ja, Webcam, da muss man gucken, irgendwie mal vernünftiges Licht besorgen und dann passt das dann auch. So. Das kommt weg, dann kommen wir nämlich hier nach oben. Ja, ist ja gut. Halt die Backen, du Spacken. So, das kommt weg. Wo ist denn der? Ist der hier jetzt drin in dem Gebäude? So, jetzt müssen wir mal kurz mal gucken, wie müssen wir denn jetzt platzieren? Wir müssen jetzt mal so platzieren. Nein, wir müssen so nicht platzieren. So müssen wir platzieren. Rechtsklick. Links. So. Passt das? Ja, das passt. Und das muss dann hier weitergeführt. Ups. Yeah. Aua. Ach, da bist du. Sag das doch. Er klappt erstaunlich geschmeidig gerade mit dem Hochbauen, ne? Oder kommt mir das nur so vor?
wir drehen das Ganze mal um. So. Shift-Rechtsklick. Rechtsklick. Und wir drehen das Ganze wieder um. Shift-Rechtsklick. Rechtsklick. Jetzt kann man hier auch stehen. Sehr schön. So. So. Und hier oben machen wir so. Gucken wir doch mal, kommen wir da dran. Kommen wir dran. Sehr gut. So. Gut, dann so und so. Und von der anderen Seite. So und so. Und hier oben ein Slap drauf. Den registrieren wir uns gleich mal und dann ziehen wir das einfach hier einmal rüber. So. Und das Ganze bauen wir jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Das heißt, wir brauchen diese Treppen. Wir brauchen diese Treppen. Und wir brauchen diese Treppen. Und wir brauchen diese Treppen. Hier und hier. Und diese Treppen. Hier und hier. Und dann ziehen wir das Ganze von außen einmal hoch. So. Und hier auf der Seite auch. So. Hier kommt wieder einer umgedreht rein und dann haben wir das schon mal soweit fertig. Jetzt nehmen wir uns unser Holz. Ja, und dann ziehen wir nämlich hier schön Treppen dazwischen. Keine Treppen mehr. Wieso habe ich denn keine Treppen mehr? Was ist das denn? 6, 7, 6, 7, 5, 6, 7. So. Dup, dup. Dup. Ups, da ist eine zu viel. So, zack. Zack. Und zack. So. Und damit, hapsa, hätten wir das Dach dann soweit durch, ne? Ja, dann können wir es nämlich hier mal schön wieder runterbauen. Gleich mal gucken hier von außen. Ja. Die Stärke des Dachs ist eindeutig die vordere Seite. Ja. Kann man anbieten, ne? Kann man anbieten. Kann vielleicht irgendwie einen höher, aber nö, das passt schon so. Ist natürlich ein Kontrast irgendwie zu dem da hinten, ne, dass er eher so ein bisschen moderner aussieht. Das ist halt eher so ein bisschen so ein altes Gebäude. Und auch von hier, wenn man dann ein Stückchen weiter weggeht. So. Fast schon so ein bisschen wie so ein Mühlengebäude, ne? Man kann da so Rotorblätter dran und dann hat man, keine Ahnung, so in der Größe. Hat man dann da so eine Mühle stehen. Na, wie gesagt,
so kontrastmäßig ist natürlich was völlig anderes. So. Das heißt, das Türmchen, das ist soweit durch. Fenster hat er halt nur oben. Das ist halt ein ehemaliger Wachturm oder sowas. Jetzt gucken wir mal. Der Anbau, wie schon gesagt, der wird halt ein bisschen anders. Den könnte man eigentlich auch auf der Höhe lassen. Das passt dann schon so, ne? Vielleicht kann man ihn... Haben wir denn hier? Wir haben hier 5 breit und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir haben 6 breit. Also schöner wäre es natürlich gewesen, wenn das ganze Ding hier ein ganzes Ende weiter hinten wäre. Hat man vorne einfach mehr Platz, um irgendwie Sachen zu machen. Aber gut, wir lassen das so, wie es ist und wir gucken mal, dass wir hier... dieses scheiß Gedrehe. Dass wir hier auf der Höhe dann quasi einmal den... ja, den anderen Teil anbauen. Auch der kriegt halt ein normales Dach, der hat halt so ein Dach mit Umrandung, der kriegt das Dach in normal. So. Ich habe doch bestimmt irgendwo noch die Hacke. Die Hacke, sag ich, die Axt. So. So und so. Und hier muss man dann gucken. Also hier ist auf jeden Fall ordentlich Platz, um Sachen zu machen. Na, man kann natürlich gucken, ob man das irgendwie vielleicht sonst mit ganzen Steinen zumacht und dann hier eben diese komischen Ecken nicht mehr hat. Oder man lässt das so, dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz, kann dann in die Ecken auch Sachen stellen und hat dann eben halt einfach von innen so ein bisschen das Design. Dadurch, dass es alles Slabs sind, ist es von innen tagsüber auch hell, ohne dass man da jetzt groß ausleuchten muss. Und nachts hat man den Vorteil, wenn man eine Fackel anbringt, vielleicht nicht da, weil die ist halt nicht verbunden. Aber wenn man eine Fackel anbringt, die leuchtet dann halt auch ganz leicht durch. Man sieht von außen so ein bisschen den Schimmer von dem Gebäude. Das ist, glaube ich, ganz gut, ne, dass man so ein bisschen was sehen kann. Ich überlege gerade, geht man hier bis zum Rand rüber? Na, hier noch. Dann richtig gedreht, aber hier noch hin. Ja. Ich glaube ja. So. Und auf dieser Seite genauso. Hier muss auf jeden Fall dann gleich nochmal zu. Da müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Holz da. Zu. Wie machen wir denn hier die Mauer von außen? Also, hier auf der Seite ist auf jeden Fall die Tür. Weil hier halt der kleine Platz ist. Gucken wir doch mal, was man machen kann. Also oben muss auf jeden Fall einmal eine Reihe Erde. Ja, wir machen das erstmal zu, wir gucken mal. So, dann hier die Tür. Ach komm. Und hier ein großes Fenster rein. Kann man machen, ne? Kann man machen. Hier muss man mal gucken. Hier ist auf jeden Fall am Rand zu. Und dann so. Das ist halt immer so die Sache, wenn man in Minetest Häuser baut oder generell. Man muss natürlich immer gucken, wenn man viele Fenster einbaut, das wird halt irgendwann sehr, sehr unrealistisch, weil in der Realität wäre hier wahrscheinlich einfach zu, dass man eben nicht reingucken kann. Es sieht halt in Minetest dann immer so ein bisschen aus, es ist halt, ja, es ist halt eine Wand und die Wand ist halt zu. Das ist doof. Genau, ne? Also, mal hier ein Fenster rein. Und dann kann man nämlich gucken, ob man hier vielleicht anfängt schon mit einem Treppenhaus, was da nach oben führt. Und hier auch erstmal zu. Jojo. So. Und hier auch nochmal so ein. Also ein großes Fenster. Ne? Da wäre hier so ein großes Fenster, wo man dann in den Wald hinaus gucken kann.
wir hier vielleicht doch zu, oder? Machen wir da doch zu? Ich würde sagen, wir machen da doch zu. So, dann brauchen wir... Was brauchen wir? Wir können natürlich das Design von dem Hauptgebäude so ein bisschen irgendwie annehmen und da dann auch mit... wir gucken mal. Das wäre dann halt wieder in diesem Stil hier. Was ja auch in Ordnung ist, man kann das also ein bisschen so als Stilmittel dieser Gegend irgendwie benutzen. Waren das die 1216 Slabs? Ja, man kann das als Stilmittel benutzen, aber welche Größe war das nochmal? Man kann ja hier mal gucken. Three Quarter. Vier, ja, guck mal, das waren die sogar. Peinlich, das nicht zu wissen. Meine Güte. Gut, da müssen wir gleich mal gucken, wenn man die so an die Wand platziert. Die platziert sich dann richtig. Gut, okay, wir brauchen also auch weiterhin diesen scheiß Schraubendreher nicht. Das ist ganz gut. So. Mich wundert, dass das hier nicht wächst. Hier ist direkt eine Fackel und hier ist kein Gras, was hier runtergewachsen ist. Ach Mensch, ach Mensch. So. Hoppidi hopp. Hier, siehst du, das ist das, was ich meine. Also es leuchtet auch von innen so ein bisschen. Du kriegst auch wieder auf die Fresse hier. Was ist denn hier wieder? Komm her, Junge. 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 Geh weg. So. Ja, so ein bisschen. Bisschen Beleuchtung. So. Das heißt, das kommt weg. Das heißt, dann kommt dahinter einer, den wir hinsetzen. So. Und dann setzen wir den davor. Und dann sagen wir hier Rechtsklick und hier Linksklick. Und dann ersetzt er die. Genau. Ach, ist das schön einfach zu bauen. So, dann haben wir das. Und dann machen wir das bei den anderen Seiten ganz genauso. Ach, den hätten wir ja eigentlich stehen lassen können. Na gut, setzen wir den mal hier hin. Und dann setzen wir den daran. Und dann setzen wir den daran. Und dann machen wir hier einmal aktivieren und einmal ersetzen. Und dann aktivieren und ersetzen. Meine Güte, ist das ein einfaches Arbeiten, wa? Oh, hier ist aber so schattenmäßig, ist es ein bisschen kaputt jetzt. So. Der Rest, ja. Passt, glaube ich, soweit. Genau, die Erde verwandelt sich da automatisch auch wieder in Gras. Das ist ganz gut. So, dann müssen wir mal gucken. Hatten wir nicht ein bisschen... Ja, wir hatten ein bisschen. Das reicht aber natürlich nicht. Wie viel kriegt man? Da kriegt man einen... Ja, nee, das reicht nicht. Gehen wir mal eben irgendwo hin, wo wir ein bisschen... Sand uns holen können. Was haben wir? Vier haben wir. Das heißt, wir nehmen mal zwei noch mit. Möglichst da, wo es nicht allzu sehr auffällt. Oh, wenn man hier jetzt... Oha. Ja. hier fällt es nicht auf. So, nehmen wir ein bisschen mehr mit. So. Kann man nie zu wenig haben. Hüpfidi-hüpfidi-hüpf. Gab es nicht irgend so einen Autorun? Ist das nicht irgendwie eingebaut worden? Autorun? Ach, was weiß ich. So. Man kann natürlich dann an der anderen Seite noch so ein kleines, kleinen Anbau machen. Kann man dann immer noch mal gucken. Vier, fünf, sechs. Oh, wir haben keinen. Oh. Wir haben ja hier keine Kohle mehr. Aber wir haben hiervon ganz viel.
Und das brennt natürlich wie Zunder. So. Machen wir kurz mal ein bisschen Holzkohle. Ja, die Facecam, die ist so richtig finster geworden. Hallo, hallo. naja. Aber von der Größe her müsste sie eigentlich auch mit der neuen Auflösung wieder passen. Wie das qualitativ ist, ist natürlich die andere Frage, weil ist halt so. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen davon. Eigentlich können wir das auch so drin lassen. Ach komm, was soll's. Wir schmeißen alles rein. Weil hier die Blätter, das ist so eine Ressource, die wir so häufig jetzt noch kriegen werden. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir da irgendwie mal Mangel haben werden. So, aber wir platzieren hier auf jeden Fall einmal die Fenster. Und wir platzieren dann natürlich auch eine Tür, die wir dann gleich einbauen. Ups, so. Und dann... Boden brauchen wir natürlich auch noch, ne? Boden könnten wir ja dann irgendwie aus Holz machen, ganz normal. Oder aus irgendeinem anderen Holzdesign. Gab es da nicht noch irgendwie so andere? Genau, die gab es noch, ne? Die können wir ja natürlich nehmen. Dass wir so ein bisschen, zumindest ein bisschen Abwechslung drin haben. Nee, da ist die von außen. So. Gut, dann, ja. Haus fertig bis aufs Dach. Es ist eher so ein bisschen irgendwie, ja. Also eine richtige Holzfällerhütte ist das jetzt ja nicht mehr, ne? Was soll's? E-Call. Gut, hier, da. Da müssen wir gucken, da können wir dann wieder den Stein hier nehmen. Beziehungsweise da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder den normalen dann dafür, ne? Ah, hier müssen wir mal gucken, weil hier ist nämlich genau die Kreuzung von den beiden Dingern. Was sieht man denn von unten? Von unten sieht man die... Ich glaube, so ist okay. Ja, wir lassen das mal so. Machen wir auf der anderen Seite genauso. So. Oh, keine Treppen mehr. Wieso habe ich denn keine Treppen mehr? Juti, so. Und hier auf der Seite genauso. Und jetzt geht's an Anbauen wieder los. Einmal registrieren und einmal hinsetzen. Das läuft doch super. Dup. Einmal hier. Dann. Ja, da muss man mal gucken. Ich schau gleich mal. Erstmal machen wir jetzt das Dach soweit durch. Und alles weitere gucken wir dann gleich. Ja. Natürlich hier so eine umgedrehte. Das heißt, nee, nicht so eine, sondern eine andere brauchen wir, ne?
diese blöde Scheiße. Ja, wie baut man die denn nochmal? Wie ging das denn nochmal? Oh Mann, oh. Kannst du natürlich einfach hier machen. Ach ja, erstmal den Müll raus. Das rein. Und dann nehmen wir... Zwei brauchen wir auch noch von denen. Das nehmen wir wieder mit. Eieiei, ist das ein Hin und Her. Sieht ein bisschen komisch aus, ne, hier mit dem Weißen dann dazu. Naja, gut. Schalalalala, schalalalala. Vielleicht kann man ja auch da noch irgendwie so einen Überstand machen und dann da noch ein bisschen was ablagern. So, wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Da haben wir sie hier, dann haben wir sie hier. Das heißt, wir holen das Ding hier raus. Na komm. Nee, nicht so. 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 Dann fügt sich das so ein bisschen ein. Nehmen wir das wieder mit. Beziehungsweise da brauchen wir es nicht so. Da brauchen wir es wahrscheinlich so. Genau, da brauchen wir es so. Das heißt, einmal registrieren. Und einmal hinsetzen. So, so ist doch wunderbar. Das fließt dann so ein bisschen ineinander hier, das Ganze, ne? Und hier, schade, da passt der Slab nicht. Gut, falsches Werkzeug, aber egal. Treppe reinsetzen wieder, ne? Guck mal hier so. Dann ist es zumindest alles irgendwie so ein bisschen verbunden hier. Von unten sieht man es zum Glück dann sowieso nicht so gut. Das ist aber auch in Ordnung. Aber dann ist es zumindest auch von oben, wenn man dann doch mal guckt, so verbunden, wie man es dann erwartet. Und wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr hiervon. Dip. 40 brauchen wir natürlich nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Slabs. Da werden wir nicht drum rumkommen. Und dann setzen wir hier das aktivieren. Und dann setzen wir hier und hier. Und dann setzen wir hier. Und dann machen wir erstmal hier drüben fertig. Aktivieren. Setzen, 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 setzen. Aktivieren, setzen, 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 setzen. Und dann nur die inneren. Die können wir, glaube ich, dann auch so anbringen. Wir haben ja hier den Zugriff. So, dann da noch von innen wieder zubauen mit einem Material. Vielleicht können wir hier mal Stein nehmen. Also ein bunter Materialmix, bei diesen beiden Gebäuden. Ja, beziehungsweise bei dem einen Gebäude, was sich aus diesen beiden Gebäuden zusammensetzt. Oh, das war knapp. So. Ja. Ja. Und dann hätte man hier auch wieder die Möglichkeit, ein Fenster anzubringen, Balkon anzubringen, was auch immer. Ja, komm. Ja, komm. Oh. So.
Ja, wunderbar. Ich glaube, hier machen wir zu. Da machen wir einfach oben eine Scheibe rein. So. Scheiben habe ich ja in der Kiste. Quietsch, quietsch. So. So. Hoppa. 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 Geht doch. Ja. Boden. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall haben wir hier eben die Möglichkeit, das zu machen. Hier haben wir die Möglichkeit, das zu machen. Hier haben wir die Möglichkeit, das... Ja, am Dach sind wir ja fertig. Das heißt, das kommt weg. Das kommt weg. Die vernünftige Ausleuchtung, da muss man dann immer noch mal gucken. Hier das Ganze, das ziehen wir mal ein länger jetzt. Ups. Falsches Tool, egal. Zauntor und dann brauchen wir hiervon und dann brauchen wir hiervon und so. So, die Axt. Die Axt. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. So, so ist doch hübsch. Dann haben wir hier einen kleinen abgesperrten Bereich. Dann haben wir hier unseren schönen Eingang mit Kies davor. So. So. Ja, da wird's dann irgendwie in diesen Wald gehen. Da muss man dann mal gucken, wie man das macht. Vielleicht muss ein Vieh sogar schon. Nur also den Weg in den Wald, den wollte ich tatsächlich so in dem Stil lassen, dass es einfach nur so ein Trampelpfad ist. Nicht so ein ausgebauter Weg wie da hinten da in dem Haupthaus. Kommen wir mal eben gucken, wenn es jetzt wieder hell wird. Boah, da hinten ist natürlich auch geil. Schau mal vor, das wäre alles wirklich komplett perfekt irgendwie bis hinten gerendert und würde einmal wirklich komplett rumgehen, statt hier immer so Lücken drin zu haben. Wie richtig gut das aussehen würde, ne? Aber Sichtweite in meinem Test ist ja eh so ein bisschen komisch. So, also, das Ding hier ist eher so ein Klotz geworden, aber das ist in Ordnung. Ja, der Waldweg hinten rein, irgendwie da hinten um die Ecke rum, da muss man mal gucken. Hier kann man natürlich auch noch irgendwie, ne, dass man hier wirklich alles Wald hat. Dass wir hier so ein bisschen aufforsten. Wo man dann eine Baumfarm hinbaut, kann man natürlich auch sagen, irgendwie, dass wir hier hinten die Baumfarm dann machen. Mal so gucken, ob wir das hier noch wegholen. Und dann haben wir hier eine Baumfarm und drumherum aber eben natürlichen Wald oder natürlichen Wald. Und das Gebäude hier, ja, okay. Es passt vom Stil jetzt nicht so ganz zusammen, aber ich wollte das Ding einfach mal hier irgendwie so bauen. Das ist, glaube ich, so auch in Ordnung. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus da mit den Lücken. Vielleicht kann man die auch irgendwie dann nur aus Stein machen oder nur aus Holz machen oder so. Aber hier auf jeden Fall Dach drauf, da Dach drauf. Und dann würde ich sagen, 2 Stunden haben wir jetzt knapp durch. Testaufnahme wird sich zeigen, wie gut sie sich dann später bearbeiten lässt, was man dann da machen kann und wie gut es dann tatsächlich funktioniert. Wieso sind hier so viele Rosen? Wieso ist hier so viel von dem Zeug gewachsen? Was passiert hier? Oh mein Gott. Ja. Und die Verbindung zu dem Gebäude, da kann man dann immer noch mal gucken, wie wir dann den Weg tatsächlich hinführen, weil so einen wirklich richtigen Weg haben wir ja irgendwie gar nicht, der da hinführen könnte. Wir haben ja hier den Küstenwanderweg oder diesen gebauten Weg, der hier irgendwann rumkommen soll. Hier haben wir natürlich so eine natürliche Grenze durch den See. Da vorne rum, da kommt man auch nicht hin. Also das da hinten ist so ein bisschen eigenständig. Wahrscheinlich machen wir die Anbindung hier dann irgendwie drüber, dass man hier dann da hinten dann vor der Brücke irgendwie raufkommt. Und der Weg hört dann da eben auf, dieser gut gebaute. Und das wird dann eben dieser Trampelpfad.
Muss mal gucken. Ich würde auf jeden Fall sagen, für diese Aufnahmesession soll es das gewesen sein. Der Test war soweit erfolgreich. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Haut rein. Tschö.